Es geht weiter mit Satinas Ketten. Ja, ich spiele gerade im Anschluss vom letzten Part und freue mich gerade, dass wir hier weiterkommen. Und ja, wehe, Nuri hat das jetzt nicht. Nuri müssen wir erstmal wieder runterlassen. Kurbel mal. Noch mehr kurbeln. Wunderbar. Sag mal, Nuri. Nuri, sag doch mal. Harms Schlüssel. Und? Hast du den Schlüssel? Ja, hier ist er. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbeikommen. Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guckt doch keiner nach. Warum eigentlich nicht? Du kannst wieder aussteigen. Na gut. War eh langweilig. Aber diesmal hast du ein bisschen mehr gemacht, Nuri. So langweilig war es jetzt gar nicht. Und wir müssen immer noch an das Holzkästchen kommen. Fischgrätenschlüssel. Dafür brauche ich doch bestimmt die Kiste. Und dann packe ich da eine Schlüssel rein. Und nee. Ja, ging doch. Passt doch. Hat er den Schlüssel jetzt echt im Mund gehabt? Egal, wir machen die auf. Ganz vorsichtig. Das Prisma. Das Prisma. Ich habe es. Du hast es. Aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Besser wieder zumachen, ne? Sonst sieht er das ja noch. Das Prisma. Dafür wäre doch das Kästchen jetzt gut gewesen. Jetzt liegt das Kästchen aber schon da unten. Wenn ich es einfach so hinauswerfe, versinkt es im Meer. Das Kästchen! Dafür war das Kästchen da. Das Prisma in dem Eimer herausschmuggeln? Kein guter Plan. Warum denn nicht? Besser im Eimer runterschmeißen als so. Ah! Was mache ich denn jetzt? Hat er das jetzt bei sich? Der hat das dämliche Prisma nicht bei sich jetzt. Das hat er wieder zurück in die Truhe gepackt. Oh Mann, oh. Ja, das soll in dem Kästchen natürlich rausgeschmissen werden. Wie komme ich da jetzt ran? Mein Arm ist zu kurz. Ich glaube, wir müssen das mit Nuri und der blöden Angel endlich mal reden. Ich hab's doch gewusst. Die Angel brauchen wir und die brauchen wir auch für die Katze. Es ist einfach so. Fährmann? Hä? Leihst du mir deine Angel? Oh Gott, was willst du denn dafür haben? Mach es gut. Mach's nicht gut. Gib mir die Angel. Und da siegt meine Freude auch schon wieder dahin. Und wenn ich den versteinerten Hasen tue, das Prisma, würde das nicht gehen? Ey, ich hab doch... Das ist doch auch komisch, dass ich das Holzkästchen hier rauswerfen kann. Und ach, Maja, ich muss es einfach ausprobieren. Und wozu war das Loch jetzt gut? Naja, das war für Nuri da, das Loch. Geh mal daran. Ich habe es. Aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Hier, pack dir das Prisma in den Hasen. Nichts. Verdammt. Vielleicht. Nein. Wozu? Keine Zeit. Ich muss das ziehen. Ich lass mir doch schon was einfallen. Wenn du die blöde Kiste rausgeworfen hast, was meine Schuld ist, dann... Warum geht das überhaupt? Warum kann man das rauswerfen, wenn man das eigentlich braucht? Nicht, dass das ein Bug ist. Oh Gott. Noch etwas Lebertran? Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Lecker Lebertran. Kannst du das nicht damit irgendwie kombinieren? Wie komme ich darauf? Ja, weil du es rausschmuggeln willst. Ja, ist doch völlig egal. Hauptsache, du hast irgendwas, wo du es reinpacken kannst.
Das Prisma in dem Eimer herausschmuggeln? Kein guter Plan. Und die brennende Kerze kann ich auch wieder nehmen. Da hilft kein Funk. Dass das überhaupt funktionierte mit den Glöckchen? Kein verräterisches Klingeln mehr. Ja, das hatten wir schon. Wie doof ist denn das? Wo ist das leere Kästchen, wenn man es braucht? Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. Wenn ich es einfach so hinauswerfe, versinkt es im Meer. Ach, Verdammelmeid, ich glaube, ich komme nicht drumrum. Wozu? Ich verbrenne mich. Ach, wie komme ich? Das prickt kein guter Windling. Nichts. Kann ich den Hasen denn irgendwie mehr öffnen? Ich muss dringend. Das sind keine Skulpturen. Diese Tiere wurden versteinert. Kannst du das kaputt machen? Massiver Stein. Wenn er das kaputt hätte machen können, dann wäre da vielleicht ein Loch gewesen. Unsinn. Der kleinste und... Tja, ich weiß auch nicht. Am besten störe ich. Ja, dann geh raus. Gib mir den Lebertran. Natürlich. Der Lebertran, Mit deinem Lebertran-Gesöff ist er auch nicht gesünder. So, tschüss. Dann eben ohne Prisma. Manno, es vergeht schon wieder die Zeit und ich bin immer noch hier und ich habe mich so gefreut, dass wir hier weiterkommen. Nuri. Fischgrätenschlüssel, muss das vielleicht wieder umgetauscht werden oder so? Ich meine, was sollen wir mit dem denn jetzt noch? Naja. Solange wie die Kiste noch. Ach, keine Ahnung. Sag mal. Nuri. Bin gleich. Kannst du da nicht irgendwie das hier? Nuris Zauber hilft hier nicht. Wie soll ich da ran? Nimm doch einfach das Netz hier. Das geht sogar. Wieso habe ich das noch nicht ausprobiert gehabt oder was? Ich dachte, das hätte ich schon ausprobiert. Ich habe das Kästchen. Fex sei Dank. Fex sei Dank, ich sag's euch. Oh, und ich dachte, ich hätte das Netz schon ausprobiert und es ging nicht. Es ist immer besser, die Dinge nochmal auszuprobieren, damit man sich wirklich sicher ist. Deswegen mache ich das auch immer. Nochmal und nochmal. So. Die Dinger klingeln nicht mehr. Zack. Ich habe es, aber wie bringe ich... Blabla, Truhe wieder zu. Dingsbums ins Kästchen. Das Prisma passt genau hinein. Na, so ein Zufall. Und das Kästchen schmeißen wir wieder raus. Raus, raus, raus. Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Flaschen. Oh, wie ich den Norden satt habe. Ist jetzt warm genug hier. Tschüssi, ne? Gehab dich wohl, Herr Hahn. Lalalalala, lalalalala. Endlich kommen wir hier weg. Lalalalala. So langsam, aber sicher. Wo ist mein Wurfnetz da? Zack. Wie ein richtiger Fischer. Fex sei Dank. Sag mal, Nuri. Nuri. Ins Badehaus schicken. Bin gleich zurück. Lass mal lieber. Ta 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 ta. Leer, aber schönes Holz. Wieso leer? Wo ist das? Ach, da. Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt überhaupt wegkommen. Weil wie diese doofe Katzenstatue da oben nie runtergekriegt haben. Und dafür brauchen 100% eine Angel.
Fährmann? Hä? Es kann losgehen. Aber er sagt, es kann losgehen. Das ist doch komisch, oder? Komm, Nori, wir fahren los. Ja, aber die Angeln und die Katzenstatue. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari ist verborgen, Fanglari beginnt bereits. Oh, ich finde das so doof mit der Lügerei, aber ich muss ja anscheinend. Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Wundervolle Lüge. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Ja. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Tu es lieber nicht. Geron? Hm? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie... Wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Annehmen, ablehnen, Nori, endlich die Wahrheit sagen. Oh ja, bitte sag ihr doch die Wahrheit. Wenn es die Möglichkeit gibt, die Wahrheit zu sagen und auch wenn ich damit einen wunderschönen Moment vielleicht kaputt mache, weil sie guckt ihn schon so himmlisch an und erwartet jetzt einen Kuss oder so. Oh, ich versuch's mal. Nori, ich muss... Also es ist so. Warte, ich löse deine Zunge. Hm? Was wolltest du mir sagen? Ach, ich erzähle es dir morgen. Ich habe eine Errungenschaft bekommen dafür, dass ich ehrlich sein wollte. Yay. Aber es hat nicht geklappt. Rabe! Psst! Der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Wegen gestern Nacht.
Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Nuri weiß jetzt etwas mehr und die fühlt sich gar nicht gut. Das merkt man schon, der Rabe ist wieder aufgetaucht. Oha, oha. Etwas Unheilverkündendes liegt in der Luft. Ja, ich gucke mich hier genau um. Nuri, Bootswrack, gucken wir uns das mal an. Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Jetzt ist sie so ein bisschen schnippisch. Ja, irgendwie, wie können wir uns denn ein Paddel bauen? Mit einem Spatenkopf auf jeden Fall. Dann mit dem Beil zusammen? Passt nicht. Dann muss es etwas anderes sein, was ich noch finden muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich hab's versucht, ehrlich zu sein. Ich kann nichts dafür, dass das Spiel so unfair ist und Geron einfach doch der Fiese ist. Ich hätte es nicht gekonnt. Also so eine echte Fee anlügen, ich weiß nicht. Nee. Bei aller Liebe. Und sei sie auch verpeilt und naiv und überhaupt, aber ist halt eine echte Fee und da lügt man nicht. Da ist man ehrlich. Das muss sein. Vor allem ist sie auch eigentlich so gnädig und gutmütig und positiv gestimmt. Da komm, da hätte man... Weiß nicht. Auf der anderen Seite war sie immer so traurig. Ich würde ja gerne mal wissen, was ihr geantwortet hättet. Annehmen, ablehnen oder auch Wahrheit sagen. Und irgendwie finde ich hier nichts. Geron, welche Farbe hat Fanglaris Himmel nochmal? Oh nein. Hat er blau gesagt? Grün? Beliebige Farbe? Shit, ich hab's vergessen. Es war blau oder grün, glaube ich. Der Himmel in Fanglari ist blau. Nein, das war's nicht, glaube ich. Koboldsblau. Aber hattest du nicht gesagt, er sei grün wie die Weiden im Sommer? Ja, sicher. Das meinte ich doch mit Koboldsblau. Ach so. Shit, ich wusste, es war irgendwie blau oder grün. Oh Mann, oh, ich hab mich voll vertan. Oh, jetzt habe ich sie noch unstimmiger gemacht. Aber was soll ich machen? Er wollte die Wahrheit sagen. Und danach haben die rumgeknutscht. Ja, die sollen nicht so viel knutschen. Die sollen lieber mal Tacheles reden. Och Mann. Na komm, ein bisschen knutschen muss sein, ne? Jeder darf mal ein bisschen knutschen. Ich finde hier nichts, womit ich ein Paddel bauen könnte. Ist hier nicht... Da doch, hier, Karren. Hilfst du mir, den Karren aus dem Schlamm zu ziehen? Wozu denn? Auch wieder wahr. Komm, mach du mal selber. Hilfst du mir, den... Wozu? Auch wieder wahr. Ja, dann mach doch selber. Super. Paddelstück. Karrenarm. Perfekt. Schon haben wir unser Paddel. Super. Zu klein für ein Paddel. Wie jetzt? Kein schlechtes Paddel. Bloß trägt uns diese Trümmerschale keine 10 Schritt. Was soll ich dann jetzt machen? Heil machen. Das Ding heil machen. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Super. Ja. Cool. Auf nach Fanglari. Na dann, hopp hopp, Nuri. Auf ins schlechte Abenteuer. Oha, da sind wir. Irgendwo hingepaddelt. Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Wie kommen wir da jetzt rüber? Sie steht hier schon wieder so total schlecht gelaunt. Wie hieß dieses seltsame Tier gleich noch? Och Manno, ich höre doch immer nicht so gut zu. War das nicht ein Regenbogenbiber, Bernsteinbasilisk, Smaragdbär? Ich glaube ein Regenbogenbiber.
Regenbogenbiber, Nori. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nori nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Abenteuerliche Fahrt. Oh, 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 oh. Ich mag diese Stimmung gerade gar nicht. So dieses Gefühl irgendwie. Löchrige Stiefel. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier noch so basteln sollen. Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Dann schimpft Nori wieder. Und da hinten kann man jetzt nicht mehr lang? Nein. Wir sollen also schon hier zum hohlen Baum rüber. Ein fauliger Pestgeruch. Tja. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich möchte gar nicht wissen, was mit dem Besitzer geschehen ist. Dann kann ich die doch heile machen, oder? Die Stiefel? Loch bleibt Loch. Ach so. Kann ich das Loch stopfen mit irgendwas? Nee. Vielleicht das hier darüber schmeißen? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ich bin etwas... Windling würde sich... Ja, aber abrupfen soll ich nicht und dit und dat. Was soll ich denn dann machen? Ich bin gerade auch wirklich ein bisschen ideenlos hier. Ich bin hier gerade neue Gegend und... Hohler Baum. Wie kommen wir da jetzt rüber? Der Baum ist hohl. Vielleicht ist er das Tor nach Fanglari. Und wo ist das Monster? Baumstamm, ah. Ach, ich kann hier rumgehen. Na Mensch, siehst du mal. Dann kommen wir doch so darüber, oder? Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Du hast doch ein Beil. Es gibt immer einen Weg. Perfekt. Aber jetzt kommen diese Pollen. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Ich hab doch sowas, oder? Falls das Boot wegtreibt, dann muss ich in ihre Welt. Mhm. Nori? Nori, komm. Es geht runter. Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Was ist das für ein Licht? Nori, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Oh, oh, wir kommen hier in eine gefährliche Höhle mit einem komischen, gruseligen Auge und so, was uns zu Stein erstarren kann oder so. Und wie wir hier weiterkommen und überhaupt sehen wir dann im nächsten Part. Und ich frage mich, habt ihr auch so ein ungutes Gefühl langsam oder habt nur ich das? Naja, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann.